Hallo meine hübschen Haseleins. Das ist jetzt der fünfte oder sechste Versuch. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so lange gebraucht habe, um ein Video anzufangen. Ich wollte eigentlich ein Video drehen, in dem ich euch sage, was so in meinem Leben passiert ist. Aber ich finde einfach nicht die richtigen Worte dafür. Ich verspreche mich jedes Mal, ich drücke mich immer scheiße aus und ich fühle mich dabei einfach nicht wohl. Und deshalb lasse ich das jetzt und mache das Video, was ich ursprünglich machen wollte, nämlich meine Beauty-Favoriten für den Sommer. Es sind auch drei Pflegeprodukte dabei, die ihr von mir, na doch, das eine kennt ihr schon von mir, aber dazu wollte ich mich nochmal äußern. Und die anderen Produkte im Pflegebereich kennt ihr noch nicht, weil ich die neu habe. Ansonsten ist halt alles Schminkkram. Und ja, ich weiß nicht, ob ich nochmal ein Video drehe dazu. Ich wollte nur sagen, ich habe jetzt eine neue Arbeitsstelle. Ich bin jetzt bei Cecile im Chemnitz Center. Ich weiß, es wird Sessel ausgesprochen, aber ich kann mich mit dem Wort Sessel irgendwie nicht anfreunden. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt dort bin. Ich bin sehr froh, dass ich bei Gary Weber weg bin. Und ich wollte einfach ganz lieb meine Mandy, meine Chefin grüßen. Ich grüße dich ganz sehr, mein Herz. Und falls mir die Sophie guck, dann auf jeden Fall grüße ich auch noch deine Tochter, die süße Sophie. Ne, Rico grüße ich nicht, da weiß auch warum. Und dann grüße ich auch noch die Andrea. Also ich bin zurzeit, ist auch eine Arbeitskollegin von mir. Wir sind zu dritt, wir sind ein ganz kleines, süßes Unternehmen. Und es ist einfach wirklich, nachdem, ich bin jetzt noch nicht mal 2 Monate dort und ich kann wirklich sagen, dass meine Kollegin bzw. meine Chefin mehr Freunde für mich sind, Freundinnen, als dass ich sage, oh, ich muss jetzt auf Arbeit. Und das ist einfach so eine Wellenlänge. Wisst ihr, wie ich meine? Und das ist einfach so schön. Ich bin zurzeit so glücklich. Und das Schöne ist, klar, aus meinem Privatumfeld haben das viele mitbekommen, dass ich eben jetzt sehr glücklich wirke, im Gegensatz zu dem, was bei Gary dann war. Aber es ist auch so, dass ich auf Fotos auf Instagram von euch ganz tolles Feedback bekomme, dass ihr mir schreibt, Franzi, du siehst wirklich glücklich aus. Und ich bin wirklich auch glücklich. Es ist allerdings so, dass es passieren kann, dass sich eben im nächsten halben Jahr wieder ein bisschen was ändert. Und deshalb finde ich so ein Update-Video jetzt eigentlich Quatsch, weil dann ist es vielleicht doch wieder irgendwas anderes. Und deshalb habe ich mir jetzt vorgenommen, ich mache jetzt dieses Beauty-Favoriten-Video, weil ihr habt euch das gewünscht. Und ich habe mir das auch gewünscht, weil ich total geile Favoriten für euch habe. Und ich fange jetzt auch an und ja. Und zwar fange ich an mit den Pflegeprodukten. Ich habe da einmal die Augencreme von Sebamed. Die habt ihr mir empfohlen. Das ist die Q10 Augencreme, feuchtigkeitsspeichernde Phytopeptide, dermatologisch und augenärztlich bestätigt und geprüft, Freunde. Bei Sebamed ist einfach wirklich das Tolle, dass ihr wirklich richtig gute Inhaltsstoffe habt. Also die Augencreme hat ganz tolle Inhaltsstoffe und das merke ich auch, wenn ich mir die aufs Auge schmiere, also unters Auge schmiere die mir tatsächlich auch aufs Auge, ne? Ich mache mir die unter, also hier auf die, wie nennt man denn das, Augenringe und eben auch auf die, aufs Lid und es funktioniert wirklich gut, also da tränt nicht, sie zieht sehr schön ein, ich finde manchmal sogar ein bisschen zu schnell, also ich muss sagen, für den Winter wäre die mir nicht reichhaltig genug, weil ich habe ja auch eher eine trockene Haut, ne? Und ja, also ich finde die aber wirklich toll, weil die pflegt schön, die speichert, man merkt wirklich auch, dass die die Feuchtigkeit auch eine Weile speichert, weil ich merke, dass wenn ich Concealer auftrage, dass der, wenn ich die Augenpflege drunter habe, wirklich nochmal viel, viel schöner aussieht. Also das muss ich wirklich sagen. Für die Nacht, wie gesagt, sie könnte mir einen Ticken reichhaltiger sein. Für den Sommer ist es okay. Aber ich denke, im Winter werde ich da Probleme kriegen und werde ich mich mal umschauen, ob es bei Sebamed noch eine Augencreme gibt, die etwas reichhaltiger ist. Aber die ist auf jeden Fall toll und was ich bei der auch sagen muss, das steht nicht drauf. Aber das ist die erste Augencreme, wo ich wirklich sagen kann, die lindert bei mir meine Augenringe. Also meine Augen, nicht Augenringe, meine Augenschatten. Also das muss ich wirklich sagen, das habe ich bei noch keiner Augenpflege so, ist der Punkt da, ja. Habe ich bei noch keiner Augenpflege so krass mitbekommen wie bei dieser, dass meine Augenringe wirklich, also nicht Augenringe, Augenringe ist ja das, was ihr bei mir hier seht, was ich immer habe, aber meine Augenschatten, also wenn ich ungeschminkt bin, habe ich jetzt nicht mal so diese dunklen Schatten unter den Augen. Ganz tolle Pflege, also gerade für den Sommer kann ich die euch echt empfehlen. Dann noch von Rival de Loop, das war ja jetzt in aller Munde, dieses Age Performance Intensiv Serum. Und da muss ich wirklich sagen, das war auch zu Recht in aller Mund. Ich habe mir das erst vor kurzem gekauft. Ich nehme immer
relativ viel, weil ich es auch für mein Dekolleté verwende. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, Leute, aber Franzi ist dezent braun geworden. Also ich fühle mich zurzeit wirklich echt wohl mit der Bräune, muss ich sagen. Aber es ist natürlich so, ich creme mich natürlich mit dem Lichtschutzfaktor 30 ein. Aber, also am Anfang immer 50, aber wenn ich schon ein bisschen gebräunt bin, dann nehme ich eine 30. Und ich benutze dann immer dieses Serum auch fürs Dekolleté. Ganz einfach zum Schutz, weil es ist wirklich so, ein Sonnenbrand verzeiht eure Haut nicht. Und irgendwann habt ihr dann hier im Dekolleté diese hässlichen Knitterfallen. Und ich finde, das ist furchtbar. Und deshalb nehme ich das fürs Dekolleté, aber natürlich auch fürs Gesicht. Und ich muss sagen, das ist wirklich klasse. Also ich bekomme davon keine Unreinheiten oder sonst irgendwas. Die spendet wahnsinnig schön Feuchtigkeit. Es ist ja ein Serum. Normalerweise macht man das unter die Pflege. Ich muss aber dazu sagen, also ich nehme dieses Serum nur nachts und ich benutze das als Ersatz für meine Nachtcreme. Weil ich muss sagen, ich kann jetzt dieses Serum nicht verwenden und dann noch eine Nachtpflege drüber. Viel zu viel, also da habe ich alles im Kissen hängen. Das reicht mir vollkommen zu. Ich merke wirklich, wie meine Haut das trinkt und aufsaugt. Aber es bleibt trotzdem so ein leichter Pflegefilm auf der Haut. Und deshalb ist für mich dann noch eine reichhaltige Pflege absolut zu viel. Im Winter kann es dann sein, dass ich das brauche, aber jetzt muss ich wirklich sagen, ganz, ganz, ganz tolle, ganz tolles Serum mit auch super Inhaltsstoffen, kann ich euch echt empfehlen, ist wirklich klasse. So, dann nochmal ganz kurz was zu meinem Kokosöl. Ihr habt mir ja unter mein Kokosöl-Video geschrieben, was man damit noch so alles machen kann. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr kreativ geworden. Ich benutze das nach der Rasur, ich benutze das zum Kochen, ich benutze das als Pflege für meine Wimpern über Nacht. Ich mache mir das immer auf meine Wimpern drauf. Ich benutze das, wenn ich trockene Stellen an den Händen, am Ellenbogen, sonst wo habe, benutze ich das. Und ich benutze das vor allen Dingen auch für meine Haare. Und ich weiß nicht, ob ihr es seht, ich war beim Friseur. Ja, ihr werdet bestimmt nicht sehen. Ich sehe es, also sie sind jetzt halt unten ein bisschen heller. Der Ombre-Effekt ist trotzdem noch, also Ansatz ist alles noch meine Naturfarbe. Jedenfalls ist der Oschki Gänsehals, gerade dadurch, dass das unten so ein bisschen blondiert wird, ich wurde ja mit Aveda blondiert. Und Aveda ist ja auch sehr, sehr, sehr gut für die Haare. Kann man ja viel im Internet dazu lesen. Und trotzdem merke ich natürlich, dass meine Spitzen jetzt ein bisschen ausgetrocknet sind durch die Blondierung. Und da ist das echt super auch. Also Kokosöl ist mein heiliger Gral, bestimmt auch für den Winter, aber gerade für den Sommer, weil dieser, oh Leute, dieser Duft, das ist einfach nur mega geil. Wirklich richtig geil. Und auch zum Kochen toll, toll, toll. Jetzt kommen wir zu einem Favorit. Ich habe das von meiner Freundin geschenkt bekommen, weil ihr wisst, ich kaufe keine Produkte, wo L'Oreal draufsteht. Ich möchte mich jetzt dazu nicht nochmal äußern. Das hat nicht nur mit den Tierversuchen zu tun, sondern generell. Ach, ich glaube, das sagt das jedes Mal. Aber dieses Make-up sieht auch schon total abgeranzt aus, sehe ich jetzt gerade. Und zwar ist das die Foundation, und zwar die Nude Eau de Teint von L'Oreal. Ihr seht, die ist schon total abgekrabbelt. Ich habe die jetzt in der Farbe 120 Ivory. Und ich muss sagen, also jetzt ohne Scheiß, Leute. Ich hoffe, dass ganz viele dieses Video sehen. Wenn nicht, werde ich dazu nochmal ein extra Video machen. Das ist die beste Foundation, die ich je benutzt habe. Die beste Foundation, die ich je benutzt habe. Ich habe schon viele, ihr wisst, ich war immer ein Fan von meiner NYX HD Foundation. NYX gibt es jetzt schwer zu bekommen und von daher ist NYX für mich gestorben. Also ganz ehrlich, ich will hier keinen Dauerlauf stattfinden lassen, um an meine Foundation zu kommen. Das ist was ich jeden Tag brauche und das möchte ich auch leicht bekommen. Ich habe bei Douglas gearbeitet, ich habe Foundations von Chanel, von Dior, von Guerlain, von Estee Lauder, von Givenchy. Ich habe so viele Foundations probiert und das ist die beste Foundation, die ich jemals hatte. Die macht ein... Oh, die ist, oh, ich liebe diese Foundation. Ich benutze die mit dem Ei, den ich euch, dieses Ei, den die das, der, ja. Das Ei habe ich euch gezeigt in meinem Haul, in meinem letzten. Und habe gesagt, dass ich das für meinen Freund geholt habe. Also nicht für meinen Freund, aber weil mein Freund halt findet, dass meine Foundation immer etwas zu dick ist. Und deshalb, ja. Ich habe dieses Ei jetzt, also das löst sich jetzt wirklich schon auf. Ich habe es mir nachgekauft, aber diesmal ist das ist von Rossmann. Es ist jetzt noch nicht benutzt. Das habe ich vorhin gerade gewaschen, obwohl ich das jetzt wahrscheinlich wegschmeißen werde, weil es jetzt wirklich ist, geht kaum noch sauber. Und das beides in Kombination sieht wirklich so wunderschön aus. Also wirklich so wunderschön. Ich habe das Make-up auch bei der Lisa, bei meiner, ja, wie soll ich das sagen, es ist eine Freundin von mir mittlerweile, aber es ist auch, naja, es ist ja auch egal.
Gifti, ich grüße dich hiermit, du weißt Bescheid. Jedenfalls habe ich sie zu ihrem Abschlussball geschminkt und auch ihre Schwester und das sah so klasse aus. Und die beiden haben eher so eine Mischhaut, neigen eher etwas zur öligen Haut. Wo die Foundation wirklich Probleme hat, ist bei richtig extrem trockener Haut. Wenn ihr richtig trockene Stellen habt, dann setzt sie sich unschön ab. Aber bei öliger Haut müsst ihr natürlich abpudern. Oder bei mir, ich habe eine Mischhaut, die etwas zur trockenen Haut neigt, aber ich habe jetzt keine Schuppen, zumindest im Moment nicht. Leute, echt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die verstopft die Poren nicht, die sieht aus wie geairbrushed. Ihr habt einen tollen Glow, ich pudere mich aber nie ab. Wenn ich hier so ein bisschen Speckglanz habe, finde ich das geil. Da finde ich das nicht irgendwie hässlich, ich finde das geil. Und ja, ich muss wirklich sagen, ich habe mir die jetzt auch schon nachgekauft. Ich habe etwas Angst davor, vorm Winter, wenn ich wieder blasser werde, weil dann kann ich sie nicht benutzen, dann ist sie mir zu dunkel. Also für ganz blasse Häutchen, ich weiß nicht, ob ihr den, naja gut, ich brauche euch die jetzt nicht zeigen, weil die ist genau mein Farbton, aber ihr seht es ja schon, die ist wirklich viel zu dunkel, wenn ihr richtig hell seid. Ihr kennt mich ja, ich bin normalerweise richtig hell, dann funktioniert das nicht. Aber so, Leute, die ist so mega geil, wirklich, schaut die euch an und ich bin kein L'Oreal-Fan und wenn ich zu euch sage bei einem L'Oreal-Produkt, schaut euch das an und wenn ihr keine trockene Haut habt, sage ich zu euch, kauft euch das. In Kombination mit dem Ei, ihr seht aus wie eine Göttin, wirklich. Ich muss wirklich sagen, ich fühle mich, wenn ich dieses Make-up traue, ich habe es auch heute drauf, wenn ich mich angucke im Spiegel oder ich habe auch so ein kleines Handspiegelchen immer in meiner Tasche und ich gucke mich im Laufe des Tages an, ich fühle mich richtig schön. Und ihr wisst, ich bin nicht jemand, der sagt, ich finde mich schön, aber wenn ich die Foundation drauf habe, ist meine Haut einfach so perfekt und so schön. Das hat eine leichte bis mittlere Deckkraft. Wichtig ist, steht hier jedenfalls drauf, wenn ihr das, dass ihr das vorher schüttelt. Ich muss allerdings sagen, ich vergesse das jedes zweite Mal, das zu schütteln und es wirkt trotzdem nicht irgendwie komisch. Also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles, ganz tolle Foundation, die ich euch ans Herz lege. Mit dem Evelyn Eye, was zu meinem wichtigsten Make-up-Tool geworden ist. Ich benutze keinen Foundation-Pinsel mehr. Wirklich nicht. Seitdem ich das Ei habe, benutze ich das Ei jeden Tag. Und seitdem ich die Foundation habe, die habe ich jetzt, glaube ich, in Benutzung seit knapp 2 Monaten, benutze ich auch nur die Foundation jeden Tag. Ich benutze nichts anderes mehr. Super klasse. Habe ich so lange gelabert, aber Leute, die Foundation hat wirklich echt eine Ode verdient. Ode an die L'Oreal Foundation, weil die wirklich so geil ist. So, dann Puder. Ich habe von MAC dieses Mineralize Skin Finish, das gibt es glaube ich nicht mehr, das ist die Farbe, ja, auch die Farbe, Leute, ich habe das Puder bestimmt seit 6 Jahren, ohne Scheiß, mit Sicherheit, wenn nicht sogar noch länger, das sieht jetzt anders aus, ich weiß gar nicht, ob es die Mineralize Dinger noch gibt, ich merke, dass das nicht mehr so frisch ist, weil das jetzt sich so ein bisschen ablöst und ja, die Puderpartikel hier also drauf liegen, das war vorher nicht so. Aber was ich dazu sagen muss, ist, dass ich das total gerne nehme, um meinen Concealer zu setzen. Ich nehme ja den von P2, den Mattifying Perfection, den liebe ich. Das ist für mich der beste Concealer, den habe ich euch aber schon gezeigt. Deshalb wollte ich euch den jetzt nicht nochmal zeigen. Und hier seht ihr wirklich nicht aus hier unterm Auge, als wärt ihr jetzt, keine Ahnung, in die Puderquaste geflogen. Sondern es sieht wirklich richtig schön natürlich aus. Und wie gesagt, ich nehme den immer um meine Augen abzupudern, sowohl mein Lid als auch mein Concealer. Und dafür ist es gut. Für mein Gesicht benutze ich kein Puder. Noch nie. Habe ich noch nie gemacht. Dann weiterhin Puder. Ich habe von Adeko, wenn ihr mir auf Instagram, ich bitte euch übrigens, mir auf Instagram zu folgen, falls ihr das noch nicht macht. Wir haben da richtig Spaß zusammen. Instagram ist richtig geil. Ich liebe Instagram. So sehr wie ich übrigens Instagram liebe, umso mehr hasse ich Facebook zurzeit. Ich werde mich wahrscheinlich auf Facebook abmelden. Ich merke einfach, dass die Follower oder die Freunde, also ich habe ja meine Facebook-Seite mehr so für euch, dass die einfach ziemlich oft beleidigende Kommentare unter meine Fotos schreiben, wo ich mir einfach so denke, okay, gut, dann ist halt einfach das Interesse nicht mehr so da auf Facebook, was auch völlig okay ist. Und wo ich halt sehe, auf Instagram ist das mit euch ein total geiler Austausch und das ist auf Facebook nicht der Fall. Und deshalb werde ich mich wahrscheinlich auf Facebook abmelden, aber das nur mal so nebenbei. Puder, noch weiter Art Deco. Ich habe auf Instagram gepostet, die Produkte, die ich von Art Deco zugeschickt bekommen habe. Und da war dieser Bronzer dabei. Das ist der Bronzing Powder Compact SPF 15 Limited Edition, Freunde. Ich glaube, dass ihr diesen Puder, also dieses Bronzing Powder auch im Standardsortiment bekommt. Aber halt nicht in dieser schönen Verpackung. Die Verpackung ist so, ja, Kupfergold, das ist nicht so rosé, das ist mehr,
richtig schwer. Also Art Deco hat hier wirklich ganze Arbeit geleistet. Ich glaube, der kostet 17 Euro und der ist jeden Cent wert. Also wirklich, ich finde auch gut, dass Art Deco die Preise auch so ein bisschen angeglichen hat, weil Art Deco wirklich für mich schon absolut mit der High-End-Klasse mithalten kann. Art Deco ist ja immer so ein bisschen mittleres Preissegment. Und ich finde aber, ganz ehrlich, Art Deco macht klasse Produkte mit einer klasse Verpackung und wirklich auch, ja, dieser Bronze ist aus der Hammer, Leute. Der ist, ja, der ist jetzt nicht, oh scheiße, man sieht den auf meiner Haut nicht mehr, weil ich, also ich bin echt übelst braun. Ich weiß nicht, seht ihr den? Ich glaube nicht. Aber ihr seht ihn ja so. Er hat einen ganz leichten, ich würde nicht sagen Rotstich, sondern so einen leichten Gelbstich und das ist total geil. Weil meine Haut, wenn ich gebräunt bin, auch so einen leichten Gelbstich hat. Also, ja, Gelbstich klingt jetzt so blöd, so einen leichten, ja doch, Gelbstich ist wirklich so. Übrigens knurrt mein Bauch, ich habe Hunger. Und das ist wirklich so ein geiler Bronzer. Ich habe ihn heute auch im Gesicht. Ich trage ihn jeden Tag, seitdem ich ihn habe. Ich habe ihn jetzt seit 4 Wochen und außer sonntags habe ich ihn wirklich von montags bis samstag jeden Tag getragen. Ihr seht das auch schon, hier war eine Sonne, die ist jetzt weg. So, dann kommen wir zu den Augen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das seht, Franzi trägt Eyeliner. Und zwar sehr dicken Eyeliner. Ich habe in letzter Zeit nicht nur so einen Wandel gemacht, was meine Arbeit betrifft und ja, sonst so ein paar Sachen, sondern ich bin halt einfach auch durch euch mit, also ihr seid da auch mit Grund daran, dass ich einfach mir denke, sei doch einfach mal mit dem zufrieden, was du hast. Und ich habe mir nie einen Eyeliner gezogen, weil ich dachte, Franzi, du hast schon solche Katzenaugen, die mir übrigens im Großen und Ganzen nie gefallen haben. Da musst du das nicht noch betonen. Und jetzt dachte ich mir so, Alter, dich spricht jeder, Alter, hallo, dich spricht jeder auf deine Augen an, dass du schöne Augen hast. Und du, blöde Nuss, betonst die nur mit dunklen, ich meine, ich rocke meine dunklen Lidschatten weiter. Aber, hallo, Eyeliner. Da habe ich rumprobiert. Ich habe mir keinen Eyeliner gekauft, weil ich mich einfach sicherer fühle. Auch immer bei Kunden habe ich das so gemacht, mit Lidschatten den aufzutragen. So ein bisschen den Pinsel anzufeuchten und das halt mit Lidschatten aufzutragen. So. Und da dachte ich mir so, okay, machst du erstmal ganz dünn. Sah scheiße aus. Habe ich mir schon gedacht, gut, kannst du lassen. Etwas dicker, war schon, kam schon näher ran, aber war auch nicht so. Und dann habe ich jetzt da wirklich angefangen, mir einen richtig dicken Eyeliner zu ziehen und ich, also Eyeliner mit Lidschatten zu ziehen und ich liebe das, wirklich, ich gefalle mir richtig gut damit und ich habe, hier unten, ihr wisst meine I Love Makeup White Chocolate Palette, die liebe ich ja auch über alles und dann nehme ich ganz, ganz gerne diesen Ton hier oben, ich weiß, viele von euch haben sich die Palette auch gekauft, deshalb zeige ich euch das jetzt, ihr seht meine Kamera, diesen Ton hier oben, weil das ist so ein schönes Rotbraun und den habe ich heute auch drauf und das mag ich wirklich total gern. Ich nehme aber auch sämtliche andere Lidschatten. Ich nehme zum Beispiel Satin Taupe von MAC, habe ich schon genommen als Lidschatten, also als Eyeliner. Dann habe ich schon genommen, die Lidschatten gehen dadurch übrigens auch nicht kaputt, Club. Da habe ich aber das Dupe von Red and White genommen. Ich habe halt die Red and White Palette. Sieht so geil aus. Echt, ich liebe das zur Zeit, Eyeliner zu tragen. Und vorher tue ich eben das Auge wirklich abpudern mit dem MAC Mineralize Skin Finish und mache dann aber auch nichts anderes mehr drauf, also keinen anderen Lidschatten. Ich nehme nur das und halt meinen Eyeliner. So, Kajalstift benutze ich auch immer auf der oberen und unteren Wasserlinie, immer, immer, immer. Und ich habe immer den MAC Teddy gehabt und dann hat mir aber mal die liebe Thea, ich grüße dich, mein Schatz. Übrigens, Unboxing-Video kommt, Leute, ich bin so neugierig. Aber ich brauche für das Unboxing-Video innerliche Ruhe. Und ich vermute, dass das Video wahrscheinlich am Sonntag online kommt. Weil am Sonntag ist mein Freund nicht da, ich bin zu Hause, ich habe nichts zu putzen. Da werde ich das Video wahrscheinlich drehen. Ich will unbedingt wissen, was ihr mir geschrieben habt. Ich bin richtig aufgeregt. Ich kann die Pakete, also besser gesagt die Briefumschläge oder die Luftpolsterumschläge nicht angucken mehr. Ich wirklich kurz davor bin, die einfach aufzuruppen. Also richtig krass. Jedenfalls, diesen Kajal habe ich zugeschickt bekommen von der lieben Thea. Und das ist von Essence, den gibt es auch noch. Der ist jetzt schon richtig klein. Wo steht denn hier die Farbe? Ich glaube, der heißt, der heißt auch Teddy. Aber das habe ich, glaube ich, schon weggespitzt. Und das ist ein richtig schönes, tolles Braun. Ich kann euch den ja mal zeigen. Und der ist so ein bisschen rötlich-brauner als der von MAC, aber das finde ich nicht schlimm. Und vor allen Dingen, was das Geile ist, der ist cremig, der tut nicht weh und er hält genauso lange wie MAC Teddy. Von daher, MAC Teddy, ich wollte MAC Teddy nachkaufen. Bin jetzt froh, dass ich von Essence den Teddy habe. Und ja, da hat mich, wie gesagt, die Thea drauf gebracht. Ich hätte ihn gar nicht probiert, weil ich so in meinem, ich dachte, es gibt keinen besseren braunen Kajal als den von MAC. Aber der Essence Teddy ist
superklasse. Dann möchte ich noch eine Ode aussprechen. Ach, übrigens trage ich den Eyeliner auf mit dem Augenbrauenpinsel, genau, von Real Techniques. Das ist so ein abgeschrägter und da ist halt auch die Auftragsfläche ist halt auch ein bisschen dicker. Also ihr kriegt damit jetzt keinen super dünnen Feind, den man nicht sieht, bekommt ihr nicht hin. Aber für meine Zwecke ist der wirklich ganz toll geeignet und es ist mir egal, ob da Augenbraue oder Bauchnabel draufsteht. Ich nehme den für das, für was ich den halt am besten finde. So, dann wollte ich noch eine Ode aussprechen und zwar an diesen Lidschatten Starlight Expresso. Ihr seht, der hat ordentlich Hit the Pan, Leute, schlagt auf die Pfanne. Und die Mascara von Maybelline Yarde, die Lash Sensational. Sensational. War es richtig? Weiß ich nicht. Ist ja völlig wurscht. Und zwar hatte ich das letztens drauf, da waren wir baden. Ich schmink mich nicht, wenn wir baden gehen, aber mein Freund hat mich von Arbeit abgeholt und da hatte ich natürlich Mascara und Augenbrauenpuder drauf. Und ich war baden, Leute, ich war im Wasser. Ich bin wirklich echt eine Wasserratte. Ich mache auch bei jedem Wasser, das kann vergilbt sein, wie es will. Ich mache trotzdem meine Ohren auf, weil ich sehen will, was um mich rum passiert. So. Ich bin jetzt aber kein Mensch, der auftaucht und so macht und sich die Augen erstmal 10 Stunden reibt. Ich komme aus dem Wasser wie eine Nixe, müsst ihr euch vorstellen, wie eine Göttin und öffne nur ganz leicht meine Augen. Und aber trotzdem war ich ja unter Wasser, lag in der Sonne, hab geschwitzt, hab alles. Leute, meine Augenbrauen, wenn ich das nächste Mal von Arbeit abgeholt werde vom Schatzel und wir fahren baden, mache ich ein Instagram-Foto vorher, nachher. Meine Augenbrauen sahen wirklich, ich lüge euch jetzt nicht an, genau so aus, wie wo ich sie mir früh gezogen hatte. Richtig geil. Und Leute, die Mascara war nicht verwischt. Einfach mal. Das ist ja jetzt nicht die wasserfeste. Die gibt es auch noch in wasserfest. Die habe ich mir auch schon gekauft. Und Leute, die ist scheiße. Die bröckelt, die verklebt, die klumpt, die ist scheiße. Und die macht richtig geile Wimpern. Und Leute, die ist wasserfest. Die ist wasserfest. Ich kann wirklich sagen, hallo, ich bin getaucht. Es ist jetzt nicht so, dass ich, wie gesagt, so gerieben habe, aber da würde auch die Wasserfeste verwischen. Da würde jede Wasserfeste verwischen, wenn ihr so macht. Und von daher, ich bin getaucht, ich bin geschwommen, ich habe geschwitzt wie ein Schwein und die sah trotzdem geil aus. Und wie gesagt, ich muss auch nochmal meinen Augenbrauenpuder, obwohl ihr das mittlerweile schon kennt, in den Himmel loben, weil das wirklich super klasse hält, auch wenn ihr baden geht. Und manche Leute sind ja so, dass sie sich schminken, auch wenn sie ans Wasser gehen und da kann ich euch die beiden Produkte echt empfehlen. Haseleins, wir sind durch. Ich muss erstmal meinen Kaugummi wieder im Mund stecken. Den habe ich mir nicht mehr extra. Ja, ich brauche immer Kaugummi. Ja, Leute, es ist Feierabend. Ich wollte eigentlich noch ein Aufgebrauch-Video drehen, aber ich merke gerade, dass meine Stimme weggeht. Ihr müsst euch jetzt erstmal mit dem Video zufrieden geben. Und wir werden sehen, was in nächster Zeit kommt. Ich wollte euch die Favoriten zeigen, weil die wirklich... Ich laufe schon wieder scheiße. Ich habe nämlich noch einen Lippenstift. Und zwar von MAC. Den Velvet Teddy. Hi. Ach. Gerade drauf. Ist kein typischer Sommerton, aber ich finde, wenn man so ein bisschen gebräunt ist und gerade mit diesem rotbraunen Eyeliner, ist das einfach eine ganz tolle Farbe. Oh, ist das eine geile Farbe! Auch wenn ihr hell seid, wenn ihr dunkel seid, das ist so eine schöne Farbe. Ich habe den auch bei richtig dunkelhäutigen Frauen gesehen auf Instagram und da wirkt er total nude. Also auch selbst da, wenn ihr dunkelhäutig, richtig dunkel seid, sieht einfach nur mega aus. Ganz tolles Produkt, MAC Velvet Teddy, habe ich mir seit Ewigkeiten mal wieder Luxus gegönnt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer ihr gerade macht. Und ich habe euch lieb, ich hoffe, ihr seid nicht böse, dass ich so unzuverlässig bin. Aber ich sage ja auch nicht, dass ich vollkommen zurück bin. Ich sage einfach nur Hallöchen, Popöchen. Und ja, ich wollte euch meine Produkte zeigen. Ich mache das Aufgebrauch-Video, weil mein Aufgebrauch-Ding... Ich will auch noch eine Haarpflegeroutine. Oh, ich will schon wieder so viel labern, Leute, aber das Video geht bestimmt schon 80 Minuten. Ich habe euch lieb, macht's gut, Hasileins, Tschüssilein und Knutschilein. Macht's gut, tschüss.